Hola, hola. Hola, ihr Lieben. Wir nutzen unseren gemeinsamen Sonntag, den einzigen Tag, wieder mal, um euch eine schöne Zone der Insel näher zu bringen oder einfach mal wieder zu zeigen. Genau, und wo sind wir heute? Heute sind wir? Ich habe es ja fast verwechselt. Du hast es fast verwechselt. Wir sind jetzt in Port Poyenza. Port Poyenza, genau. Genau, haben jetzt mal geparkt und werden jetzt einfach mal ein bisschen spazieren gehen und gucken, was es hier so gibt. Genau, und für alle, die uns noch nicht abonniert haben, bitte denkt dran, abonniert uns und drückt die Glocke, dass ihr auch immer mitbekommt, wenn ein neues Video kommt. Und jetzt viel Spaß mit den Bildern aus Port Poyenza. Bis später. Adios. Und auf dem Weg hierher haben wir bereits einen kleinen Stopp gemacht. Und zwar ist es immer hier zwischen Port Alcudia und Port Poyenza, ist ein großes Kitesurf-Revier. Da sind auch heute ganz, ganz viele Kitesurfer, alles bunt am Himmel. Und hier gibt es auch ein paar Kiteschulen. Wer also mal Lust hat, Kitesurfer zu beobachten, der ist hier absolut richtig. Und jetzt genießt die Bilder aus Port de Poyenza. Letztes Mal bin ich irgendwann noch während Corona hier rein. Oder was heißt während Corona? Dieses Jahr irgendwann, glaube ich. Da war ich in Alcudia mit der Fähre. War gar nicht mehr hier. Auf jeden Fall ist hier oben echt schon eigentlich auch ganz cool, weil du hast hier echt. Also, wir haben halt Sonntag, wir haben hier einen Parkplatz gefunden direkt am Anfang von Port Poyenza. Wir kamen aus der Richtung Port Alcudia jetzt heute rein. Mhm. Und wie ihr seht, ist hier auch wirklich schön. Es sind überall ein paar Pinien. Die Leute sitzen im Schatten unter den Pinienbäumen. Machen ein bisschen Picknick. Und ist auch nicht zu voll. Also ist angenehm leer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es ist, bis wir dann am Sandstrand sind. Wir hatten von der Seite, weil das letzte Mal kam ich von der anderen Seite rein, vom Hafen oben. Ja. Aber schön hier mit dem vielen Schatten, mit den Bäumen und allem. Und eigentlich toll. Viel gebaut links. Ja. Viele denken, das sind wahrscheinlich auch viele Vermietungsobjekte. Wer hier baut, ist direkt in 10 Sekunden noch mehr. Angenehmer Wind heute ein bisschen, gell? Ja, der Wind ist klasse. Ist schön. Wenn man dann im Schatten ist, herrlich. Gibt dann auch einen schönen kleinen Spielplatz für die Kinder. Auch für uns immer wieder interessant, gell? Irgendwie entdeckt man immer wieder Neues, beziehungsweise hat es nicht mehr im Kopf, wie es ist. Gar nicht, ne? Wenn man dann mal wieder rausfährt. Aber süß gemacht. Absolut. Ich denke, wir müssen einfach auch mal abwarten. Jetzt fangen doch die ersten Sommerferien bald an. Ja, die ersten Sommerferien fangen, glaube ich, nächste Woche an in Deutschland. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da schon dann voll aber normalerweise, wird. Wenn man von der Saison redet, vom ganzen Jahr, dann ist eigentlich jetzt schon voll. Weil jetzt ja normalerweise noch die Leute da sind, die noch keine schulpflichtigen Kinder haben, die deswegen noch eigentlich günstigere Flüge bekommen als später. Hat sich ja dieses Jahr alles geändert. Aber guck mal, wie viele Liegen da noch frei sind. Ja, das sind schöne Häuschen hier, alles genau gegenüber am Strand. Und denke ich auch ganz ruhig hier. Also hier wird nicht großartig Feiermöglichkeiten sein, weil hier gibt es nichts. Nee, hier noch nicht. Ein, zwei Restaurants hat es hier links an der Ecke. Ist jetzt auch und nur noch Einbahnstraße. Ganz früher, wo wir nach Mallorca kamen, da war hier noch in beide Richtungen Verkehr. Ja, ja. Jetzt ist es nur noch Einbahnstraße. Und eigentlich optisch ganz schön geworden. Und auch hier noch sehr, sehr viele liegen frei. Also wie gesagt, ich glaube, unsere Vermutung, dass wir vielleicht mehr Flugbewegung haben, aber kürzere Aufenthalte, keine Ahnung, auch hier zwischendrin, es ist jetzt nicht überfüllt. Also man. Aber schon ein richtiges Bauchgefühl, was wir hatten. Ja, ich glaube auch. Naja, man sieht es halt hier. Also hier sieht man es halt. Absolut. Wir haben ja sonst auch immer nur dasselbe wie alle anderen auch. Wir lesen halt, was in der Presse steht, wo dann immer drin steht, Rekordsaison besser als 2019, voller. Dann sprichst du mal mit einer Hoteldirektorin und dann bist du heute mal am freien Tag in Poyenza, weil es ja wirklich Port Poyenza ein Touristenort ist. Absoluter Touristenort. Wo ja alle hinfahren mit Familie, mit Kindern. Auch Familie. Direkt hier, wie gesagt, ihr seht es ja hier, also direkt halt hier auch natürlich die
schöne Häuser. Ich finde es schön gemacht, Poyenza. Schön gemacht, ja. Direkt hier drüben den Strand. Ja. Immer noch ein bisschen und viel frei. Also. Für uns schön, ne? Wenn wir jetzt einen Strandtag einlegen würden. Auch für Urlauber schön. Für uns angenehm. Ja, ich finde es auch für Urlauber klasse, die jetzt einfach kommen, wenn es dann vielleicht doch nicht so voll ist. Ja. Ja, also ich meine, wenn ein Urlauber natürlich irgendwie was ganz Volles, Brechenvolles haben will, geht er wahrscheinlich eh woanders hin. Ja. Aber guckt mal hier, ihr findet überall noch Platz. Also aktuell kann man nur sagen, man kann euch nur empfehlen, kommt nach Mallorca. Es ist wirklich nicht überfüllt. Oh, man kann es genießen. Ja, absolut. So, guckt mal hier, sein Bratkarte. Ja, auch ein Chiringuito, auch noch mal was für Kinder gemacht. Ah, sehr, sehr herzlich und sehr, sehr nett gemacht. Sehr schön. Also wie gesagt, nicht überlaufender Strand und Chiringuitos zum Essen direkt am Strand. Die sehr, haben sehr die schön. Genehmigung bekommen. So wie es aussieht, ja. Tja. Ja, aber wie gesagt, ich habe es davor schon mal gesagt, man blickt dieses Jahr eh nicht nach welchem Kriterien einer die Lizenz direkt am Strand bekommt und der andere nicht. Und ein anderer abbauen muss. Ja. Und, oder ob diese Regierung, die wir gerade haben, noch nicht gegen alle vorgegangen ist oder doch wieder, keine Ahnung, man weiß es nicht. Weiß man wirklich nicht dieses Jahr. Da hinten geht es doch dann runter nach Kap Formentor, doch, ich glaube, oder? Ja, war vorhin ein Schild zu sehen. Genau, und Kap Formentor ist ja jetzt seit 2, 3, 4 Tagen die Zufahrt mit dem PKW oder mit dem Privatauto gesperrt. Ja. Das heißt, seit ein paar Tagen kann man ans Kap Formentor nicht mehr mit dem eigenen Auto oder mit dem Motorrad fahren, sondern man muss mit einem Transferbus hinfahren. Shuttle. Shuttle, ja. Ist ja aber eigentlich auch, wir kennen es ja von früher noch, und zwar ja früher schon so, ist ja eigentlich auch richtig. Ja, dass man einfach auch weniger Traffic hat. Das Verkehrschaos in der Saison, diese kleine, enge Straße runter, war schon grenzwertig für echt viele. Für viele grenzwertig. Für die, die nicht fahren können. Ja. Guck dir mal die Hotels an, ich kenne kein einziges. Wir waren aber auch nie viel in Poyenza, weißt du? Ich glaube, wir waren auch nie hier, sondern wir waren wirklich vorne, wo die Restaurants sind, in der Fußgängerzone. Genau. Richtig. Hier war ich noch nie. Naja, liegt daran, dass wir früher, wenn wir mal hier waren, wo wir noch hier an der Ostküste, also hier an der Ostküste, in Calamior, Xacoma gelebt haben, dann sind wir natürlich immer hier einfach mit dem Auto direkt vorbeigefahren und haben dann irgendwie vorne Richtung Hafen geparkt, wo dann halt auch die Restaurants sind. Aber guck mal, das Hotel hier, Hotel Polencia. Ja. Könnte ich mir ja für ein Wochenende für uns auch mal vorstellen. Ja, sieht auch aus, als ob es wirklich auch bei uns irgendwie wie in Palma sein könnte. Also wenn man mal ein Wochenende raus möchte, direkt mal die schöne Bar da unten. Tolle Bar, tolles Restaurant, also, toller Eingang. Ganz, ganz toll. Ja. Ja, ganz, ganz toll. Also, erste Linie. Kann man sich eigentlich mal ein Wochenende auch gönnen. Guck mal, hier ist ein italienisches Restaurant, sehr schick gemacht. Und ganz oben kannst du das Penthouse kaufen. Ach, tolles, tolles Tolle Lage, Gebäude. Tolles Gebäude. Schönes auch Restaurant. Sehr schön gemacht, ja. Ja, sehr schön. Na, toller Blick von da oben. Deine Wendeltreppe hoch aufs Dach. Ja, also optisch auch richtig, richtig schönes Gebäude, ja. Ja. Ich finde generell die ganze erste Linie hier recht schön, gemacht. Keine so hohen Bauten, also alles nicht so hoch aufgebaut. Alles irgendwie ein bisschen niedriger. Frauchen mit großem Hut. Der gleich wegweht. Hut ist ein bisschen groß für sie, aber wenigstens schützt er vor der Sonne. Nein, aber die ganze erste Linie hier finde ich sehr schön süß gemacht. Das Häuschen da mit dem roten Parisianer. Ja. Süß gemacht. Überall WCs hier, ist also nie aufgefallen. Und hier vorne jetzt alles nur, weiß nicht, ob sie das jetzt auch geändert haben. Ja, was toll. Und, aber auf jeden Fall hier vorne auch alles maximal 3- oder 4-stöckig. Ja. Und hier jetzt eine Cocktail- und Foodbar. Auf jeden Fall. Eigentlich alles hier, ne? Den Ort hier vorne. Ja, sehr schön. Ja.
ist gerade in, wie heißt das, Torre Playa? Torre Playa. In Torre Playa was essen. Und müssen sagen, kann man absolut empfehlen. Ja, absolut. Also, tolle Lasagne, fast schon mit einer Soße wie eine Tomatencremesuppe. Ja, ja. Schöner Salat, also absolut, absolut empfehlenswert, wirklich. Und ihr seht und wir es uns auch merken können, war echt gut. Kommen wir sicherlich wieder her, wenn wir in Porto de Príncipe sind. Torre Playa Restaurant. Jetzt sind wir frisch gestärkt von der Hitzepause wieder hier am Strand von Porto de Príncipe. Ja, hier sieht man auch schon, was Sandra vorher sagt, es gibt hier sehr, sehr viele Segelschulen, Kiteschulen, wenn immer ein bisschen Wind geht. Ja. Das merkt man auch jetzt gerade, dass immer ein bisschen Wind geht. Einen Hut hast du, ja? Hast du noch nicht auf? Mhm. Hier ist dann der Kanal. Und zwar kommt da das Süßwasser oben vom Albufera Park rein. Das heißt, hier hinten ist direkt der Albufera Park, Naturschutzgebiet. Ja, und hier sind wir dann auch gleich am Strand entlang und dann im richtigen Hafen von Príncipe, wo dann auch die Schiffe liegen. Hier waren wir übrigens gerade essen. Ja, in Torre Playa. Torre Playa. Guck mal, auch ganz süß gemacht. Da die oben Zimmerchen, guck mal, da oben. Sieht von außen auch ganz unscheinbar aus. Ah, vielleicht haben die oben auf dem Dach auch einen kleinen Pool, denn da oben sind so ja, kann steht. Sein. Auf jeden Fall haben sie eine Dachterrasse oben. Ja, das ist ein Traum. Und auf jeden Fall war die Lasagne wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und ja, jetzt gehen wir noch hier Richtung Hafen mit euch. Da hinten sind dann die Schiffe, die wir mieten können, wenn wir einen kleinen Schein haben. Oder sind vielleicht sogar die ganz kleinen mit 15 PS, sehe ich von hier nicht. Die kann man dann sogar ohne Schein mieten. Hier kommen wir jetzt ein bisschen zur normale Touristenshops. Die Touri-Shops. Alle gleich aussehen irgendwie. Ja. Lieblos. Luftmatratzen, ja, auch Sonnenbrillen, lieblos. Handtücher. Aber alle irgendwie gleich. Alle irgendwie gleich, aber ich glaube weltweit irgendwie das gleiche Phänomen. Weltweit. Die sehen glaube ich fast überall gleich aus. Ja, ist aber auch immer so, du kommst her, hast was vergessen. Braucht man schnell ein Strandkleidchen oder oder Sonnencreme ein Handtuch schnell, oder irgendwas. Und dann wird das mal eben geholt. Ja. Seht uns selbst hier, wenn ihr früh genug kommt, könnt ihr Bäume finden, die euch Schatten spenden. Ja. Und hier oben an dem Video, wo ich mal da war, wo noch nichts los war, ja. Da hatte ich mal im Video irgendwo hier unten gesagt, ich glaube, das war ein paar Meter weiter oben. Ja, genau. Ha, da ist was vom Restaurant aufgebaut gewesen. Direkt am Strand hat er irgendwie ein Restaurant sein. Ein Restaurant von der Seite hat er auf der Seite so eine Plattform aufgebaut, aber die ist nicht mehr da, die ist guck weg. Mal, aber wie viele Touristen mussten da sein? Ja. Fahren die irgendwo hin? Ausflugsbusse. Ja. Will ich jetzt nicht hundertprozentig beschwören, aber es gibt ja die Reisetouren, die Reisebusse, wenn du Inseltour machst, wo du auch ans Kap Formentor fährst. Ah. Und da das Kap Formentor ja für privaten Verkehr geschlossen ist und mit Shuttlebus, werden auch die Reisebusse, die die Rundfahrt machen, nicht mehr direkt ins Kap Formentor fahren können. Das heißt, die laden also hier vermute ich mal, aus, die laden hier die Touristen aus. Rein, genau. Und dann geht's laden die Touristen wahrscheinlich hier ab, vermute ich mal, bei der Inselrundfahrt. Und dann fahren die wahrscheinlich von hier mit dem Bus vielleicht nach Kap Formentor. Oder sie machen eine Wanderung durch Príncipe, aber wie gesagt, also, ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch irgendwo der Transferbus losfährt, der ans Kap Formentor fährt. Ah. Side Tours Formentor steht da drauf. Ja, genau, ja, das ist dann die Rundfahrt Formentor. Und hier hinten stehen schon wieder die Teile, die ich mieten möchte. Jetski. Ja. Hier geht es dann, wie gesagt, in den Hafen von Porto de Príncipe. Ja. So, hier sind dann am Hafen die ganzen Booking-Informations. Aber wie viele? Hier könnt ihr den Ausflug nach Formentor buchen, nach Wahnsinn. Cala San Vincent, Cruise Around Polenza Bay. Ah, siehst, da kannst du dann auch Boote mieten. Da gibt es dann bestimmt die führerscheinfreien Boote auch. Findet ihr da alles hier? Ja.
Nerven. Da war halt lauter kleine. Ja, ist gut gemacht. Ja, das sind alles die führerscheinfreien Boote. Aber ganz gut gemacht, ne? Ja. Schön so, ne? Herrlich. Da willst du reinspringen jetzt eigentlich, ne? Komplett. Ja, ja. Ne? Vor allem bei der Hitze. Ja. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Wäre mal wieder, wenn es offen ist, eine Tour mit dem Motorrad ans Kap vor dem Tor zu fahren. Boah, bei der Hitze. Nein, nicht bei der Hitze. Dann, wenn es wieder offen ist, ist er erst nach der Saison wieder offen. Dann ist es nicht mehr so warm. Sandra sieht verstrubbelt aus. Lügner. Ich habe gesagt, Sandra sieht gut aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob sie gut aussieht, trotz der Hitze. Nee. Haut in die Kommentare, ob sie gut aussieht oder nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Wer es war? Sandra und Patrick aus Porto Poyenza. Hitzi. Zu warm heute. Genau, Sandra und Patrick aus dem Can Gourmet. Ja. Jetzt geht es dann bald wieder heim. Dann müssen wir uns, glaube ich, noch einen Gin Tonic heute Abend zu Hause gönnen. Herrlich, was Cooles, Erfrischendes. Wenn die Klimaanlage angeht. Vielleicht ein Wermutonic. Wermutonic, auch eine coole Idee, machen wir. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Ich gehe noch eine Runde im Pool schwimmen, mich und abkühlen. Und ich koche für morgen unser Mittagessen. Und du kochst für heute Abend, für morgen. Morgen, nee, heute Abend gibt es nichts mehr. Heute Abend gibt es nichts mehr, okay. Also, nur noch für morgen. Tschüss, alles dass ihr dabei wart. Denkt dran, abonniert uns. Genau. Haut in die Kommentare rein, vor allem, ob Sandra gut aussieht, trotz der Hitze. Lasst euch gut gehen, abonniert uns, drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.